Vielleicht mit einem kleinen Jump'n'Run, ich weiß nicht. Aber ich hole mir jetzt die untere Chest. Ein schwindelerregenden Höhen. Ja, sehr gut, meine Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft Survival Games auf Hive. Und ich habe nämlich echt keine Lust mehr, einfach weil ich jetzt zwei Runden hintereinander hatte, ich mega das Luck am Spawn. Einmal zwei Iron gekriegt, einen Stick, einmal zwei Dias und einen Stick und ich werde einfach zu Tode gefokust. Ich meine, die haben mir noch nicht mal Schaden oder so zugefügt. Nein, die verfolgen mich einfach instant. Ohne irgendwas. Das Schlimmste kommt aber noch. Anstatt dass die locker lassen, nachdem ich sie mit Feuerzeug anzünde. Nein, die verfolgen mich immer noch weiter und weiter bis zum Tod. Bis ans Ende der Runde. Leute, das hat nichts mehr mit Skill oder irgendwie normalem, anständigem Spielen zu tun. Das ist Targeting. Und das wiederum ist scheiße. Mann, ich hasse solche Leute. Ohne Witz. Dann könnte ich einfach den Kopf abreißen. Es ist was anderes, wenn ihr jemandem Schaden zufügt und den dann verfolgt. Aber wenn ihr ohne irgendwelchen ersichtlichen Grund... Ich meine, ich hatte ja noch nicht mal ein Item oder so in der Hand. Aber die verfolgen mich einfach grundlos. Und das finde ich wiederum richtig scheiße. Und da ich natürlich keine andere Waffe hatte und noch nicht zum Craften kam. Geil, ne? Merkt ihr schon, wo das Ganze hinführt. Oh, jetzt brauche ich noch Brust und dann wreck ich hier nämlich alle. Jetzt bin ich nämlich sauer. Noch Brust und Helm und dann geht's hier aber ab. Ich weiß, ich bin jetzt auch nicht zur T-Tour oder so gegangen. Was irgendwie ziemlich dumm war, weil ich gerade so in Raserei war. Aber egal, ich habe dafür jetzt ein Steinschwert. Mit dem ich sowieso jeden hier wegracken werde. Ganz ehrlich. Das fuckt mir nämlich genug ab. Ah, sehr schlau. Ein Keller ohne irgendwas drin. Nee, warte, man muss dazu sagen, einen geheimen Keller ohne irgendwas drin. Sehr geil. Okay, 12 Tribute leben noch. Wenn ich endlich eine Brust hätte, dann würde ich reingehen. Würde ich irgendwie Richtung Spawn gehen, sneaken und warten, bis jemand kommt oder so. Dann hier die Chest hier hinten. Ein Steinschwert, das bringt mir gerade echt nicht viel. Okay. Und von hier aus müsste man irgendwie, glaube ich, an der Tier 2 kommen. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Ist halt ein bisschen ein komplexerer Weg, den ich mir so wähle. Aber ich meine, hier wäre irgendwo eine Tier-Tour auf der anderen Seite. Jetzt weiß ich immerhin, wie man hier durchkommt. Also weiterhin ist auf jeden Fall manchmal eine Chest. Ob es eine Tier-Tour ist, ist halt die andere Frage. Wäre schon cool, weil dann wüsste ich schon ein bisschen mehr von der Map jetzt. Das Problem ist, wenn ich runterfalle, dann war es das. Ach ja, und für die Leute, die jetzt denken, das wäre in Real Life gar nicht möglich, hier so über die Kabel zu rennen, wäre es doch. Und zwar aus einem Grunde. Solange man nämlich nicht den Boden gleichzeitig berührt, während man die Kabel berührt, kann der Strom nicht durch einen hindurchfließen, wodurch man halt nicht geelektroschockt wird. Das heißt, wenn man das macht... So hier oben durchrennen, wie ich das jetzt beispielsweise mache, auch wenn das jetzt nur im Spiel drin ist und es in Wirklichkeit ginge, wäre es trotzdem möglich. Okay, das war jetzt sehr schlau. Obwohl ich gesneakt habe, mich da runtergefallen bin, kein Plan. Vielleicht mit einem kleinen Jump'n'Run, ich weiß nicht, aber ich hole mir jetzt die untere Chest. In schwindelerregenden Höhen. Vielleicht rendere ich heute noch ein paar Videos. Ich habe gestern eine Runde Bed Wars durchgerendert. Aber heute werde ich wahrscheinlich auch wieder ein paar machen. Ohne Chainhose, die ich schon hatte. Geil. Genau das, was ein jeder Mensch braucht. Okay. So, war hier schon jemand? Nope. Ihr war ziemlich sicher noch keiner, außer er hätte das alles schon. Aber dann hätte er wahrscheinlich das Essen trotzdem mitgenommen. Hätte sonst keinen Sinn gemacht. Okay. Die Frage ist halt, wo die ganzen Gegner sind, weil... Ah, es leben auch gar nicht mehr so viele. Gut. Okay, dann wundert es mich nicht so krass. So, hier drin. Ein Apfel. Den Rest kann ich leider nicht brauchen.
Schade, schade. Ich hätte unheimlich gerne einfach mal den Helm. Aber den kriege ich gerade nicht. Das ist ein bisschen schade, muss ich dazu sagen. Schuhe. Nee, die brauche ich eigentlich ja gar nicht. Selber gilt für die ganzen Lederschuhe hier. Alles weg da. Eigentlich wäre weiß fast die beste Farbe. Nee. Weiß wäre eigentlich die schlechteste Farbe, weil man da am krassesten gefokust wird. Obwohl man eigentlich nicht viel hat. Okay, jetzt habe ich eine grüne. Weil bei manchen Texture Packs sieht halt eben weißes Leder gleich aus wie Eisen. Equip halt. Und das ist das Problem, weil wenn man dann weißes Zeug an, also weißes Lederzeug hat, dann alle, oh, der hat Eisenstuff, auf den gehe ich jetzt mal, weil den Eisenstuff will ich selber haben, ne? Das Problem an der ganzen Sache ist, man hat keinen Eisenstuff, das heißt, man hat nicht mehr Verteidigung als sie und hat theoretisch dementsprechend vielleicht jetzt gar keinen Vorteil. Das ist dann hart. Dann wird man zwar gefokust dafür, dass man eigentlich keinen Vorteil hat. Krass. Okay. Vielleicht schaffe ich es noch einen Level zu ergattern. Nee, schaffe ich eh nicht mehr. Zumindest schaffe ich es nicht mehr zur Dings, zum Verzauberungstisch. Das reicht zeitlich schon gar nicht mehr. Selbst wenn ich die Idealstrecke gehen könnte, kann ich aber nicht. Und man kriegt keine XP bei Tieren töten, neuerdings allem anscheinend. Ah doch, kriegt man. Gut zu wissen. Oh, er spammt. Aber ich hab ihn. Okay. 5 Pfeile. Okay. Sehr, sehr schön. Ich habe 2 Eisen. Hat's hier irgendwo eine Workbench oder so? Nee, hat's nicht. Schade, Alter. Auf gewissen Maps hat's nämlich in der Mitte eine Workbench. Aber hier einmal anscheinend noch nicht. Remaining 2. Ja, Tierschwert, warum auch nicht? Als ob! Gerackt. Gerackt, Alter. Shit. Als ob ich... Was? Der war so 1000-mal besser equipped. Und der war ja auch nicht low. Und da wäre ja eine Workbench gewesen. Alles klar. Ja, krass. Krass. Und ich hatte einfach noch ein halbes Herz. Lol. Ich glaub's ja nicht. Ja, Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Als ob ich das jetzt wirklich geschafft habe. Krasser Scheiß. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bleibt sauber und ciao.